for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Guten Morgen und hallo zu einem neuen Video von uns. Wir sind inzwischen in Italien und nicht mehr in Spanien. Bella Italia. Ja, hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Wir haben es nicht geschafft, ein neues Video zu machen, aber jetzt sind wir wieder da. Und wir sind heute an der Cinque Terre unterwegs und jetzt geht's weiter mit uns durch die Welt geschickt. Ja, wir haben oben geparkt, laufen jetzt mal runter zu einem der Dörfer und nehmen euch mit und zeigen euch ein bisschen die italienische Schönheit hier, die man hier in voller Pracht erleben kann. Los geht's. Die Foto-Mission ist schon fast beendet. Wir müssen jetzt auch langsam wieder zurück, weil es war richtig voll gerade. Es wird voll und Ella ist im Auto und ich glaube, die Sonne scheint da jetzt schon hin. Deswegen haben wir jetzt noch schnell ein paar Fotos, trinken schnell den Kaffee und dann nehmen wir vielleicht einen Schatten. 19 nach oben. Grad, das kann nicht sein, oder? Dass es schon 19 Grad hat. Oh mein Gott. So Leute, ich habe mich ein bisschen beeilt, weil die Sonne jetzt doch recht stark scheint und wir nicht wollen, dass es Ella zu warm wird im Auto. Deswegen bin ich kurz alleine hoch und bin außer Atem. Ja, ich hol das Auto jetzt. Shuttle Service. Wie schnell ging das? Schnell. Ja, wir sind inzwischen weitergefahren. Wir haben die Region Cinque Terre oder Cinque Terre Dörfer verlassen und wollten da noch kurz ein Fazit dazu geben. Ja, unser Fazit zu Cinque Terre. Wir müssen dazu sagen, wir waren nur in einem der 5 Örtchen. Wir waren nur in Rio Maggiore und es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir waren nur in dem einen, weil erstens wir in dem anderen keinen Parkplatz gefunden haben. Ja. Und in den anderen haben wir es dann gar nicht mehr versucht, weil wir halt auf Park for Night geschaut haben, wo es da Plätze gibt. Und es war nicht so einfach. Und in Rio Maggiore gab es eben einen perfekten Parkplatz und da sind wir dann hingegangen. Ja. Das ist das letzte der Dörfchen. Ja, wir haben da oben geparkt, hatten auch abends eine Aussicht über das Dorf und konnten da am nächsten Morgen, oder wir waren zweimal unten, gut runterlaufen. Das waren so 15 Minuten circa. War ein bisschen anstrengend, dann hoch wieder, aber war echt voll der schöne Weg auch. Auf jeden Fall auch machbar und einfach auch gut, weil man braucht keinen Shuttle. Weil in den also man kann mit dem Van schon mal gleich gar nicht, aber auch mit dem Auto in viele der Dörfchen gar nicht hinfahren. Und viele hatten uns auf Instagram empfohlen, das mit Zug zu machen. Uns hat das eine Dörfchen aber auch schon völlig ausgereicht. Und es war echt sehr schön. Und auch der Weg oben entlang, beziehungsweise die Straße, oberhalb der Örtchen entlang war sehr, sehr schön. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, viele hatten uns empfohlen, darauf komme ich jetzt hinaus, mit dem Zug das zu machen. Also wenn ihr das mal machen wollt, solltet ihr den Zug nehmen. Von Levanto, glaube ich, aus oder von La Spezia. Was sagst du, Birger? Ganz schön was los.
Und ganz schön schief, dieser Turm, muss man sagen. Was schätzt du? 2 Euro. Okay, ich schätze 2,50. Drei Euro, eine Kugel. So, Verköstigung. Wir haben einmal Tiramisu. Köstlich. Und Passion Fruit. Welcome home. Boah, hier ist warm. So Leute, bevor es jetzt von uns weitergeht, nutzen wir noch die Chance und gehen hier Wasser auffüllen auf dem Platz. Und sagen dann Tschüss zu Sigi und Uli, ne? Tschüss Sigi, tschüss Uli. So, Freunde, wir sind an unserem Stadtplatz so weit angekommen. Wir sind noch circa eine Stunde gefahren von Pisa. Wir sind jetzt in Piombino, glaube ich. Ja, denn hier gibt es eine Fähre und wir wollen morgen auf die Insel gehen. Oder wir gehen morgen auf die Insel. Für eine Woche haben wir das mal gebucht, die Fähre. Und ja. Dann nehmen wir euch dann wieder mit. Aber somit ist dieser Vlog hier beendet. Also ein kleiner Ausflug an die Cinque Terre. Wirklich klein, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt heute noch Pisa. Pisa hat uns übrigens sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön, sehr entspannt, bis auf dem Platz da, wo der schiefe Turm ist, aber sonst eine wirklich sehr schöne Stadt. Ja. Wir lassen Ella noch am Strand springen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.